So, liebe Freunde, heute melden wir uns aus München und zwar mit dem brandneuen Mercedes E-Klasse Coupé. Das Auto ist noch nicht auf dem Markt und ich möchte euch, bevor wir einsteigen, mal so ein bisschen mitnehmen, was ich gestern Abend auf mein Telefon geschickt bekommen habe, nämlich ein Foto von dem Auto, was es so noch quasi gar nicht gibt. Jetzt gibt es ihn aber, und zwar in echt und richtig und groß und in Farbe. Da ist er. Und ich finde, ehrlich gesagt, und das dachte ich gestern Abend schon, das Auto ist einfach nur wunderschön. Wir wollen heute mal so ein bisschen eruieren, warum der so schön ist. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit dem Leiter des Exterior Designs von Mercedes-Benz, Robert Lesnik. Robert, dein Einsatz. Hey, moin. Grüß dich. Moin. Tag. Hallo. Ja, du hast es gehört, ich finde ihn schön. Sag mir mal, warum der so schön ist. Naja, vielleicht ganz einfach, weil einfach die Proportionen stimmen. Wenn wir Designer Auto machen, dann zuerst Proportionen, dann Flächen und dann Details. In dieser Reihenfolge. Okay. Also wenn ihr so euch so ein Auto ausdenkt, dann ist erstmal okay, wie sieht der so im Groben aus? Ja, vom Weiten. Ich finde, das Auto ist total glatt geworden. Ja. Also der sieht schon anders aus als die anderen, ne? Richtig. Wir haben ja, das hat glaube ich ja jeder gemerkt, in den letzten Jahren war uns Designer nicht langweilig bei der Marke. Und das habe ich sogar gemerkt. Wir haben alles verändert. Und dieses Auto, wir sagen ja nicht ohne Grund, ist the first of the new. Quasi der erste der neuen Linie. Bedeutet keine Linie. Ja, das stimmt tatsächlich. Die einzige Kante, die ich sehe, ist hier unten die. Hat die einen Namen? Die haben doch, diese Sicken haben doch immer alle einen Namen. Wie heißt die Sicke? Ja, hatten die. Ja, wir hatten mal eine Dropping Line, so eine Balance Line, so eine Catwalk Line und so weiter und so fort. Ja. Ja. Aber wir haben jetzt hier einfach ein Bone. Das ist einfach so ein was, wenn so ein Knochen. So Knochen quasi so durch die Haut so ein bisschen durchdringt. Ja. Darf natürlich jetzt nicht hohl wirken alles, aber muss schon eine Kraft haben und das würde ich sagen, die Schulter hier hat. Und wenn man jetzt natürlich so viel Schulter hat, dann kann man natürlich auch auf eine Linie verzichten. Wie wir schon sagen, if you like it, take a line off. If you like it, take a line off. Ja. If you still like it, take another one off. Also wenn du es schön findest, kannst du die Linie wegnehmen. Und irgendwann kommt das raus. Und dann nimmst du noch eine weg und dann ist es schön glatt und sieht wie aus dem Vollen geschöpft aus, wie so eine, ja, was man halt gerne anfasst. Die Heckleuchten sind neu, also die sind schmal. Die sind doch normalerweise sind die doch so oder noch dicker, oder? Ja, richtig. Aber nur bei Limousinen. Das ist auch der, sagen wir so, strategische Unterschied. Die Limousinen haben einteilige Hochkantlampe. Und Coupés haben einfach eine schlanke, zweiteilige Leuchte mit Kennzeichen irgendwo da unten. Und da habe ich eine ganz kleine, volle, runde Fläche. Natürlich mit der Ikone. Ne? Der Mann ist Designer, man merkt es, glaube ich. Wollen wir mal gucken, ob der Hecktriebler auch fährt wie ein Hecktriebler? Hör mal, das ist dein Platz für heute. Okay. Ihr kennt das ja schon, ne? Er dachte sich, oh, vielleicht kann ich auch ein bisschen fahren. Ich bin schon gefahren. Du bist schon gefahren, alles klar. So. Alter Schwede, ist das Auto schön. Das gibt es nicht. Was sofort auffällt, ne, wenn du hier einsteigst, sind diese Powerdoms. Die Haube ist einfach viel abwechslungsreicher, viel schöner als bei einer normalen Limousine, sage ich jetzt mal so, ne? Ja gut, das ist erstens mal eine Differenzierung und zweitens, ich sage mal, ein typisches Element für die sportlichen Fahrzeuge. Ja. Vor allem, wenn man fährt und da sieht man, wie sich alles spiegelt. Also was ja, finde ich, beim Coupé immer unfassbar schön ist, ist, dass du hier keine B-Säule hast, ne? Weil das Schöne an so einem Auto ist, ne, wir sind auf der Leopoldstraße. Leopoldstraße heißt Fenster runter. Und zwar alle vier. Genau. Und dann die Stöcke raus. Das ist wie Cabrio-Fahren, weil du kannst dich komplett rum absolut bewegen und du kannst überall rausgucken, ohne dass dich irgendwas stört. Jetzt machen wir noch mal was. Du musst jetzt leider mal aussteigen, Robert. Und du fährst jetzt weiter. Ich mache das ungerne, dass er fährt. Ne? Aber du musst jetzt mal fahren, weil eigentlich der schönste Platz in so einem Coupé, aua, oh, jetzt habe ich mir den Kopf an der GoPro gestoßen, ist hier hinten, Freunde. Das ist herrlich, hier drin zu sitzen und den freien Blick wirklich da vorne hin. Ja, schön Fenster auf. Die B-Säule muss weg. Also innen, sagst du, haben deine Kollegen auch einen guten Job gemacht? Absolut. Weißt du, ich bin Exterior Designer, aber ich muss echt sagen, da haben wir große Schritte gemacht, aber die haben vielleicht doch noch größere gemacht. Und wenn du es hier siehst, zum Beispiel diese zwei 12,3 Zoll Displays unter einem Glas. Das ist doch cool, oder? Das hat keiner. Robert, rutsche wieder rüber. Tauschen wir. Beim Aussteigen ist es auch einfacher ohne B-Säule.
Obwohl das Auto ja deutlich größer ist als der Vorgänger, ist es sehr, sehr wichtig, dass es nicht behäbig, groß und schwer wirkt. Dann ist es halt unsere Aufgabe, das alles, sag mal so, so zu verpacken und mit bestimmten Streckungen zu arbeiten, runden Flächen. Diese Sinnlichkeit hilft uns in dem Fall auch. Und dann vielleicht noch eine helle Farbe. In der Kombination wirkt alles per se mal kleiner bzw. kompakter. Also ihr fuscht so ein bisschen die Größe weg. Ja. Um das Böse zu sagen. Ne? Ja. Kann man hier anhalten, ne? Hier. Kann man hier anhalten. Alles klar. Super. So, Schatzi. Gut. Schön war's, Robert. Dann genieß es noch. Mach ich. Viel Spaß dann. Ich fahr noch an den See. Ein bisschen raus, ein bisschen laufen lassen. Okay, ich muss noch arbeiten. Ne? Ja. Mach's gut. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Tschüss. So. Jetzt lassen wir die Bude mal richtig fliegen. Hat der eine Launch Control? Pass auf. Dynamik hat er. So, das ist so eine typische zweispurige Straße, geht gleich in die Autobahn über. Und wir machen jetzt mal die Distronic an. Und ich stelle die Geschwindigkeit jetzt mal auf, sagen wir mal 180. Genau, 180 ist eine schöne Geschwindigkeit. Und jetzt müsste der eigentlich quasi auch schon automatisch lenken, was er auf jeden Fall automatisch macht. Er hält die Geschwindigkeit zum Vordermann. Wenn der 180 fahren würde, würde mein Fahrzeug auch auf 180 beschleunigen. Der vor mir fährt aber nur 60, so wie es vorgeschrieben ist. Wunderbar. So, und dann machen wir mal den Regelassistenten noch an hier, adaptiv, und den Lenkassistenten auch noch. Und jetzt habe ich frei. Urlaub sozusagen, weil jetzt macht dieses Fahrzeug alles alleine. Ich habe die Füße oben und die Hände weg. Irgendwann sagt er jetzt, Matthias, du sollst selber lenken, du musst aufpassen, du musst wach bleiben. Wir haben hier einen aktiven Spurwechselassistenten. Wenn ich jetzt den Blinker betätige, ich mache nur den Blinker raus, sonst mache ich nichts. Das Fahrzeug wechselt die Spur, guckt, ob hinten einer kommt, und beschleunigt jetzt voll durch auf die von mir eingestellte Geschwindigkeit 180 Stundenkilometer. Und das ohne mein Zutun. Also ganz ehrlich, wenn autonomes Fahren so perfekt funktioniert, wie dieses Auto das hier gerade macht, dann ist das mein Ding. Weil dann kannst du dich wirklich entspannen. Klar musst du noch dabei bleiben, du musst es überwachen. Du musst gucken, jetzt geht das rote Lämpchen wieder an, jetzt muss ich wieder hier anfassen. Dann weiß er wieder, okay, der Mathis ist da, alles easy. Vor mir, der Klaus bremst, Auto bremst, wir sind auf 110, Tempomat immer noch auf 180. Das ist es. Mega. Und ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass irgendwas unsicher ist. Assistenzsysteme hat er. Hat er einige. Ey, wenn das so weitergeht, bin ich bald arbeitslos. Ich glaube, ich finde das doch nicht so gut mit diesem autonomen Fahren. Ah, siehst du, er braucht mich doch noch. Was ich komisch finde, ist der Sound vom Motor. Ich meine, man hört das jetzt gar nicht mehr. Man hört einfach nichts vom Motor. Und das, ja, das ist okay. Aber ich würde mir wünschen, dass er sich anders anhört als das hier. Ein 300er klingt anders. Nee, ganz ehrlich, was mich an dem Auto am meisten fasziniert, ist tatsächlich dieses Interieur. Dieses beige Leder, Napa-Leder, sieht sehr gut aus, fühlt sich sehr gut an. Dazu dieses helle, nordisch angehauchte, offenporige Eschenholz. Und dann hier oben drüber dieses jachtblaue Leder. Leute, das ist ein Bild für die Götter. Also ganz ehrlich, so würde ich ihn auch machen. Ich finde den mega schön. So, jetzt fahren wir nach Tegernsee rein. Also ich muss schon sagen, so eine E-Klasse, das ist der perfekte Reisewagen, ne? Ganz entspannt sind wir hier am Rumcruisen. Also wenn ich mir diesen Parkplatz hier so angucke, der schreit nach meinem Parkassistenten. Die Show muss ich jetzt nochmal haben. Guck mal hier, schön eng. Den nehmen wir, oder? P, P. Aussteigen, Parkassistent starten. So. Der Parkassistent ruft. Das ist es. So, jetzt muss ich hier wieder drehen. Traue ich mich da die ganze Zeit nicht hinzugucken? Ich drehe einfach nur. Ich vertraue Mercedes-Benz. Ich traue mich nicht ganz. Guck
Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Und stopp! Das ist es. Beenden. So, das Wetter ist schön. Der See ist schön. Das schreit nach einem Selfie, würde ich sagen. Und Hallöchen. Gut, haben wir. Darf ich den jetzt noch eine Woche mitnehmen eigentlich? Matthias, das geht leider nicht. Wieso nicht? Wir sind zusammengewachsen. Wir gehören jetzt zusammen quasi. Leih ihn dir nochmal. Okay, leider nein. Vielen Dank. Schönen Feierabend. Dann fahre ich jetzt mit dem Schiff nach Hause, oder was? Wann kommt denn hier das nächste Boot?